Worum geht es? Gesundheit? Teil 2. CureVac. Das hier ist eine Analyse der Realität. Sie ist gut recherchiert, aber vielleicht nicht fehlerfrei. Wir sind menschlich und daher nicht perfekt und das ist auch gut so. Vorab noch der kleine Gefühlstest, die verkürzte Version aus Teil 1. Schau in dein Inneres, während du dir folgende Bilder ansiehst. Fühle nach. Gesund? Fühle nach. Gesund? Achte darauf, wer erzählt dir was über Gesundheit? Wer droht? Wer zeigt einen guten Weg und bietet an? Wer verbreitet Angst? Wer verbreitet Optimismus? Es geht um Gesundheit. Die Lebensmittelampel wurde abgelehnt. Der Verbraucher ist selbstständig genug herauszufinden, welche schädlichen Zutaten die Produkte haben. Was ist mit der Idee, Zucker zu besteuern? Ach nee, geht ja nicht. Bill Gates hat doch Coca-Cola und Pepsi-Aktien. Und der ist doch Philanthrop. Am 6. März gab es einen Antrag von Bündnis 90 Die Grünen. Kosmetik ohne Mikroplastik. Dem Vorbild Schwedens folgen. Sie fordern darin auf, dem Vorbild Schwedens zu folgen und umgehend einen Gesetzentwurf vorzulegen, der Mikroplastik in allen Kosmetika- und Körperpflegeprodukten verbietet, der Empfehlung des Umweltbundesamts zu folgen und sich auf europäischer Ebene für ein vollständiges, zeitnahes Verbot von Mikroplastik in Kosmetik- und Körperpflegeprodukten innerhalb der EU einzusetzen. Über die Democracy-App haben von 25.039 Abstimmenden 24.184 für das Verbot sich ausgesprochen. Mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, CSU, SPD und FDP wurde der Antrag zurückgewiesen. Also weiter Mikrokunststoffe in Kosmetikartikeln. Wozu? Wenn es tatsächlich um Gesundheit ginge, dann gäbe es mehr Entscheidungen und Gesetze, die Gesundheit unterstützen. Es werden stattdessen finanzielle Interessen unterstützt. Und das immer mehr mit der Begründung für die Gesundheit. Obwohl, stimmt nicht. Zur Abwehr von Krankheiten. Ist das das Gleiche? Naja, die Energie der Wörter. Aus einem Gesundheitshaus kommst du genesen raus. Aus einem Krankenhaus kannst du froh sein, wenn du wieder rauskommst. 5/4/2020 at 1759, not detected. So both of those are negative. Scroll up to the top. This is my patient. They are on a vent and they are being called COVID-19 confirmed, droplet in contact and eye protection. They're not doing the rapid test here. They're not? No. At Elmhurst, you've never seen them? Nope, they don't do it. It's too expensive. They do 5 day. It's like 5 to 7 day turnaround. In the meantime, they admit them onto COVID units. So non-COVIDs, the rule-outs, are going to COVID units and waiting for the results. Even though we have a rapid result, which is 45 minutes, and they're not doing it. No. Not one. But would you say it's too expensive? I mean, isn't this all getting charged to the fund anyway? I mean, why not do it? Why not? Are you saying that? I don't know why. It doesn't make any sense to me. I asked that doctor about it. How come you guys don't do the rapid test here? Because it's a place. I mean, it exists. It's just they don't have access to it. It's only limited supply. So if you have deep pockets, you get it first. Oh, so money. Most times it's money about everything, yes. That's sad. It's a reality. They start off with a little bit of like muscle relaxer and you know, he's woozy. You have to remember there's no family with these patients. So they're alone and in hospital by themselves during a pandemic that they're terrified of already. That's likely what brought him in the first place. He's totally healthy otherwise. And then you have doctors. They think they're doctors, but they're resident. Technically, they're doctors with absolutely zero experience. I've had to teach residents several like nursing skills. Telling them that they have a choice, you know, like they could likely die from this, or they can be saved by, you know, getting a tube and that will help them breathe. They don't call it a ventilator. We can give you a little help breathing. And that's it. Then they get the sedation and they go to sleep and that's it. They don't wake up. He's in a body bag.
Mittlerweile denke ich, Gesundheit ist der größte Schutz. Mit Krankheiten bzw. pharmazeutischen Produkten lässt sich nur einfach mehr Geld verdienen, deswegen hat Gesundheit keine Lobby. Und wirst du krank durch pharmazeutische Produkte, hast du auch keine Lobby. In den vorherigen Videos haben wir schon ein paar Schleifen durch die Zeit und den Ereignissen der Zeit gezeigt. So auch in Teil 1. Wir haben eine Studie gezeigt, die aufgrund der Daten der RKI-KIGGS-Studie über die Gesundheit von Jugendlichen und Kindern gezeigt hat, was bis dahin nur vermutet werden konnte und durch die Pro-Pharma-Informationspolitik unterdrückt wurde und unterdrückt wird. Geimpfte Kinder haben mehr Krankheiten als Ungeimpfte. Noch nicht angesehen? Ansehen. Da setzen wir die Reise fort. Zur Nachricht des Jahrzehnts. Rosamunde Pilcher-Filme sind einfach nicht mein Ding. Hä? Hopp und Tönnies im Gespräch über ihre Leidenschaft zu Sport. Neben ihren Top-Positionen bei den Bundesliga-Vereinen Schalke 04 und Hoffenheim ist Tönnies Besitzer der gleichnamigen Fleischereien und Hopp durch SAP reich geworden. Er ist über die Divini Hopp Biotech Holding GmbH auch maßgeblicher Investor bei der Firma CureVac, die auf Botenmolekül-Messenger-RNA, kurz mRNA, Medikamente spezialisiert ist. Freund 1, Dietmar Hopp, CureVac, im Rückblick. Was ist CureVac? mRNA-basierte Arzneimittel. Per genetischem Eingriff soll der menschliche Körper dazu gebracht werden, bestimmte Antikörper zu entwickeln. RNA, das steht für Ribonukleinsäure. Die Forscher interessieren sich insbesondere für die Boten-RNA oder Messenger-RNA. Dieses Molekül hilft dem Organismus, sich selbst zu heilen. Messenger-RNA ist ein sehr faszinierendes Molekül, weil das ist von der Natur aus vorgesehen, um ein Therapeutikum zu werden, kann man so sagen. Es stellt eine Bauanleitung für unsere Zellen. Und nach dieser Bauanleitung kann menschliche Zelle jedes beliebige Protein herstellen. Seit der Gründung im Jahr 2000 hat CureVac noch niemanden geheilt. mRNA galt als zu instabil. Doch durch Zufall fand der spätere CureVac-Mitgründer Dr. Ingmar Hoerr in seiner Doktorarbeit heraus, dass mRNA ein sehr stabiles Molekül ist. Ich hätte jetzt gedacht, er findet das in einem Labor heraus, aber er hat das in seiner Doktorarbeit herausgefunden. Okay. CureVac teilte mit, dass sein mRNA-basierter Prostatakrebsimpfstoff gescheitert ist. Die Patienten überlebten nach Injektion von mRNA-Molekülen nicht länger als nach einer Placebo-Impfung. Aber sie sind voller Hoffnung und bauen eine Produktionsanlage für die Produktion von 30 Millionen Impfstoffdosen pro Jahr. Und dafür braucht man Geld. In CureVac wurde 2016 bis 2017 von der Bill und Melinda Gates Stiftung $4.269.396 investiert. Investiert? Also es bedeutet Aktien gekauft. Wer investiert, bekommt später entsprechend anteilig vom Gewinn etwas ab. CureVac hat in der Investitionsrunde 2015 und 2016 insgesamt 100 Millionen Euro bekommen. Von der Baden-Württembergischen Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte über die LBBW Asset Management Investment Gesellschaft MBH Stuttgart und der Landeskreditbank Baden-Württemberg insgesamt 26,5 Millionen Euro. Den Rest von Bailey Gifford, Chartwave Limited, Koppel Family, Elmer Investments Limited und die Sigma Group, die Divini Hopp Biotech Holding GmbH und Co. KG von Dietmar Hopp und, wie gezeigt, die Bill und Melinda Gates Stiftung. Bailey Gifford ist eine Investmentverwaltungsfirma, die von 44 Partnern besessen wird. Einer dieser Partner ist Gary Robinson, seit dem 1. Mai 2019. Er hat Biochemie studiert und ist seit September 2003 bei Bailey Gifford angestellt, zur Verwaltung der Investments im Gesundheitsbereich. Im Rahmen einer Investition in das thailändische Unternehmen Illumina hat er gesagt: Das Gesundheitsgeschäft ist ein großes Geschäft und ineffizient. Daher ist es bereits reif für Veränderungen, sagte er und fügte hinzu. Illumina ist ein Geschäft, von dem alle profitieren werden. Das Gesundheitsgeschäft ist ein großes Geschäft. Hier seine Performance-Kurve. Wie könnte man die Lage für Geschäfte im Gesundheitsbereich gerade nennen? Ideal? Er und drei weitere Partner führen aktuell im Juni 2020 die britische Fundmanager-Liste an. Eine ideale Zeit für Gesundheitsgeschäfte. Die zweite genannte investierende Firma ist Chartwave Limited.
Such mal selber nach Chartwave Limited. Gefühlt gibt es die gar nicht. Chartwave Limited. Eine Briefkastenfirma, gemeldet auf den britischen Jungferninseln, den British Virgin Islands, ein Steuerparadies. Wer sich dahinter verbirgt? Keine Ahnung. Der Standort ist ideal zur Verschleierung des Geldflusses und der Personen dahinter. Die britische Firma Elmer Investments Limited ist ein Teil der Elmer Philanthropies Foundation. Ich kann diese Philanthropie-Scheiße echt nicht mehr hören, glaube ich. Sie ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt, mit Fokus auf Afrika. Eine Stiftung, die wie die Bill und Melinda Gates Stiftung Philanthropie in Wir impfen alle in Afrika ausdrückt, statt sich für einen gehobenen Lebensstandard einzusetzen. Die Elmer-Impfungen und Immunisierungsstiftung arbeitet mit der Gavi zusammen und hat in die Gavi 2018 bis 2019 1,8 Millionen Dollar investiert. Wer ist die Elmer Philanthropies Foundation? Woher bekommt die ihr Geld? Wessen Interessen vertritt sie? Keine Spur. Auf den folgenden Artikel sind wir gestoßen, in dem es eigentlich um die Clinton Health Access Initiative geht. Kritiker der Clintons haben behauptet, dass einige ausländische Spender nicht genug über ihre eigenen Operationen offenlegen, um Bedenken zu zerstreuen, dass sie versuchen, Hillary Clinton zu beeinflussen. Eine der größten, die Elmer Stiftung, liefert ein Beispiel für solche Geheimhaltungsbedenken. Ihre Holdinggesellschaft The Elmer Philanthropies Services hat ihren Sitz in Midtown Manhattan und ist in New York registriert. Doch ihr Executive Director Robin Calder sagte in einer E-Mail, dass Elmer eine nicht-amerikanische Stiftungsgruppe sei und nicht verpflichtet sei, Informationen zur Unternehmungsführung, die Namen ihrer Direktorin oder sogar das Land, in dem die Gruppe eingetragen ist, offenzulegen. Auch über die Sigma Group haben wir bisher nichts herausgefunden. Ein Sprung, 16. März 2020. Der US-Präsident persönlich versucht, eine deutsche Pharmafirma mit viel Geld dazu zu bringen, ihren in Entwicklung befindlichen Impfstoff gegen das Coronavirus ausschließlich für die USA zu produzieren. Wir erkennen in der Politik eine große Unterstützung. Von den verschiedensten Seiten wird das Thema sehr ernst genommen. Ganz konkret haben wir eine Unterstützung über eine internationale Impfstoffinitiative erlangt, um schnell hier auch diese klinischen Versuche beginnen zu können. Der deutsche Milliardär Hopp hat den Vorstoß von US-Präsident Donald Trump abgewehrt, einen möglichen Impfstoff der deutschen Firma CureVac hauptsächlich für die USA zu sichern. Hopp ist Haupteigner der Tübinger Firma. In seiner Ablehnung am Sonntagabend bezeichnete Hopp den US-Präsidenten indirekt als unsolidarisch. Wenn es uns hoffentlich bald gelingt, einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln, soll dieser Menschen nicht nur regional, sondern solidarisch auf der ganzen Welt erreichen, schützen und helfen können, teilte Hopp mit. Laut Horst Seehofer wird die US-Offerte dennoch Thema im Krisenstab. Maas kritisiert Versuch der US-Regierung CureVac zu kaufen. Mehrere Kabinettsmitgliedern zufolge hat die US-Regierung versucht, die Tübinger Firma CureVac zu kaufen. Diese wehrte sich offenbar dagegen. Auch die Welt erfuhr das aus deutschen Regierungskreisen. Doch CureVac dementiert, jemals ein Angebot erhalten zu haben. Jetzt sorgt das betroffene Unternehmen dafür, dass man sich fragt, was an dieser Sache Fake News sein könnte. Um es noch einmal klarzustellen, CureVac hat vor, während und seit dem Treffen der Taskforce im Weißen Haus am 2. März kein Angebot von der US-Regierung oder verwandten Stellen erhalten, erklärte CureVac auf Twitter. Mit für CureVac im Weißen Haus war CEO Daniel Menicella am 2. März. Das Top-Management dementierte ausdrücklich, vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump oder aus dem Umfeld des Weißen Hauses ein Übernahmeangebot bekommen zu haben, weder für die Technik noch für das Unternehmen. Es habe auch kein Angebot für exklusive Produktionskapazitäten für den amerikanischen Bedarf gegeben. Hä? Mehreren Kabinettsmitgliedern zufolge aber soll Trump das doch getan haben? Aber nochmal zu dem Die Welt-Artikel. Da steht CureVac, die mit dem bundeseigenen Paul-Ehrlich-Institut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel an der Herstellung eines Impfstoffs gegen das Virus SARS-CoV-2 arbeitet. Das Paul-Ehrlich-Institut unterstützt die ICMRA-Stellungnahme Vertrauen in Impfstoffe. Das Paul-Ehrlich-Institut
ist das Deutsche Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, deren Aufgabe ist unter anderem die Zulassung und Freigabe von Impfstoffen und Arzneimitteln. Die ICMRA ist die internationale Koalition der Arzneimittelzulassungsbehörden. Und die Stellungnahme lautet Vertraut Impfstoffen. Und das Paul-Ehrlich-Institut arbeitet mit CureVac zusammen, einem Impfstoffhersteller. Sollte man als Zulassungsbehörde nicht kritisch sein statt vertrauensvoll? Wird das Paul-Ehrlich-Institut die Produkte selber freigeben, an denen es mit CureVac zusammengearbeitet hat? Der am 2. März im Weißen Haus die CureVac vertrat, der CEO Daniel Minichella, wurde vom Unternehmensgründer Igmar Höhr als CEO abgelöst am 11. März, 9 Tage später. Auf Basis der Fake News, Trump versucht sich die CureVac zu nehmen, wird die Bundesregierung schnell Großaktionär bei der CureVac und investiert 300 Millionen Euro, um uns den Impfstoff zu sichern. Denn nur der Impfstoff ist das Ende der Pandemie. Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut in Langen erteilte CureVac die Zulassung, den Impfstoff an Freiwilligen zu testen. Diverse Universitäten suchen nun Freiwillige. Die Pandemie ist nur leider vorbei. Es sind keine Infizierten mehr da. Und was nun? Mehr darüber in Teil 3. Fassen wir nochmal zusammen. Mit Bailey Gifford investiert in CureVac, eine Organisation, die auf das große Geschäft Gesundheitsgeschäft aus ist. Mit Chartwave Limited investieren irgendwelche Menschen, die scheinbar lieber geheim bleiben wollen. Die Firma taucht im Internet nur im Zusammenhang mit CureVac auf, ist aber ein großer Investor. Wer zum Teufel steckt dahinter? Die Elmer Investments Limited geht offen damit um, dass sie nichts über sich preisgibt. Sie spielt aber ganz oben mit, auch bei den Clintons. Ist dir schon aufgefallen? Inklusive der Divini Hop Biotech Holding GmbH und Co. KG sind das alles Firmen mit beschränkter Haftung. GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Wenn da was schiefläuft mit dem neuen Stoff, dann können die kaum haftbar gemacht werden. Wie beim Contagan-Skandal. Da gab es kaum Entschädigungen für verkürzte Arme. Die schnell dann mal durchgeführte Schweinegrippeimpfung hat diverse Narkolepsieopfer verschuldet. Von unserem staatlichen Geld wurden 326 Millionen Euro in die Aufwertung einer Gesellschaft investiert, von der wir nicht wissen, wer alles im Hintergrund an der Aufwertung verdient. British Virgin Islands. Glaubt man nicht, dass irgendjemand von denen Steuern zahlt. Wenn die mein Steuergeld bekommen, möchte ich auch wissen, wer die sind. Diese Geheimniskrämerei geht gar nicht. An alle Realitätsverweigerer. Und du glaubst, es geht hier um Gesundheit? Du glaubst, Bill Gates ist ein Philanthrop? For the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. And so, you know, although there's a lot of work on testing, a lot of work on drugs that we're involved with, you know, trying to achieve that ambitious goal, which has never been done for the vaccine, that rises to the top of the list.